Einen schönen guten Tag. Es ist mittwochs. Ich stehe vorm Flowers. Und die Zeit ist gleich 16 Uhr. Es ist draußen 4 Grad, 5 Grad Celsius. Da ist nicht gerade viel, aber immerhin ist es noch trocken. Manchmal tröpfelt es ein bisschen. Aber so ist das eben im Winter. Im Moment habe ich zu Hause viel um die Ohren. Da ist es nicht ganz so einfach für mich, einen Slot zu finden, wo ich filmen kann. Und da muss alles genau austariert werden. Wann komme ich los? Wann muss ich wieder daheim sein? Schaffe ich es? Also wenn es irgendwann mal eine Olympiade gibt für einen Hausmann, dann mache ich mit. Dann bin ich echt dabei. Der Magna Tower. Ja, und ich hatte heute mal Lust, in die Stadt zu gehen. Und ich bin ja geradezu überwältigt vom Echo meiner Frage, soll ich weiter reden beim Laufen oder nicht? Also, dass ich so viele wahnsinnig nette Kommentare bekommen habe. Toll. Das finde ich schon sehr gut. Ist ja klar. So treue Fans hat echt nicht jeder, finde ich. Und da möchte ich mal an alle, die da geschrieben haben, nochmal ein großes Dankeschön schicken. Das hat mich schon ziemlich aufgebaut und ermuntert. Das da drüben ist schon grün. Ich befürchte fast, wenn es hier grün wird, wird da hinten schon wieder rot. Wollen wir mal schnell laufen. In der Hoffnung, dass wir da grün mitkriegen, weil ich finde, nichts ist blöder, als an einer roten Ampel zu stehen. Und es passiert geradezu gar nichts. Ah, ich hab's ja gewusst. Ja, da sehen wir jetzt den Limbecker Platz. Gucken wir uns nochmal den Magna Tower an, wo wir gerade hier sind. Mit den Livestreams. Eigentlich war es ja als einer Singular mit dem Livestream. Fand ich das Echo von euch ganz gut. Ich selber habe auch nicht allzu viel falsch gemacht. Keinen Ton, keine Webcam. Geht ja eigentlich, finde ich. Und von daher meine ich, machen wir das als Format einfach mal weiter. Und ich habe mir so gedacht,
Freitag ist doch im Moment ganz okay als Termin. Also bleiben wir doch bei Freitag, 15.30 Uhr. Und ich würde vorschlagen, so alle 2 Wochen, dass es nicht zu viel wird. Aber es fängt echt an zu nisseln. Also wäre der nächste Stream 2 Wochen nach meinem ersten Stream. Das Datum kann ich mir jetzt nicht hier unterwegs zielsicher raussuchen. Ist die Frage, ob ich mir gleich meinen Schirm raussuchen muss. Linse trüb wird. Noch probieren wir es mal ohne. Nee, das hat keinen Sinn. Da muss ich mal jetzt hier meinen Schirm raussuchen. Das geht nicht anders. Suche ich mir jetzt einen Platz, wo ich das realisieren kann. Das ist mir schon lieber. Hier vielleicht. Streunerkatzenaussicht. Ich wühle hier in meinem Rucksack rum. Und schon ist der Schirm aufgespannt. Ging doch schnell. Es gibt nämlich jetzt hier in Essen auf dem Kennedyplatz eine Eisbahn und die wollte ich mir mal anschauen. Und um da hinzukommen, laufe ich nicht straight, sondern mache einen kleinen Umweg, wo wir schon mal hier sind, dass wir uns ein bisschen in die Stadt reinziehen. Nagelstudios, die scheinen hier in zu sein. Das Nagelstudio an Nagelstudio. Und hier gibt es was zu futtern. Finde ich auch gut. Natürlich jetzt mit draußen sitzen, nicht so ein angenehmes Wetter. Hier sehen wir mal das Unperfekthaus im Hellen, also im fast Hellen. Da kriegt man ja so im Dunkeln gar nicht mit, finde ich. So, immer noch gucken, ob mein Mikro funktioniert. Läuft. Ja, und apropos Mikro. Ich hatte ja mir so ein Doppelfunk-Mikrofon-Set gekauft. Und das hatte ich ja ausprobiert mit Mario.
unserem gemeinsamen Lauf durch die Stadt. Hat ja auch wunderbar funktioniert. Aber ich war mit der Software nicht zufrieden. Und habe es dann wieder zurückgeschickt. Und ich wollte mir halt ein anderes kaufen. Aber es sollte im Januar rauskommen von DJI auch. Da kriege ich schon wieder echte Schwierigkeiten. Januar, und jetzt ist es verschoben worden auf März, und wer weiß, ob dann März der Tag ist, der Monat ist, wo es dann tatsächlich rauskommt. Und dann ist noch lange hin. Und ohne dieses Dingen ist es sehr schwer für mich, Läufe mit jemandem zusammen zu machen. Also ob des Tons. Und jetzt hatte ich schon wieder geguckt, ob ich mir das gleiche nochmal kaufe. Man hat an der Software etwas verbessert bei Rode. Aber ich habe noch das Problem, dass der Empfänger, den ich unbedingt brauche, wenn ich Livestreams machen sollte draußen, und ich denke ja mal, irgendwann wird der Tag kommen, dass ich den nirgendwo befestigen kann. Die einzige Möglichkeit, die es da gäbe, die wäre, wenn ich den an meinem Gimbal, der hat unten ein Gewinde dran, wo eigentlich der Ständer steht, dass man den mal abstellen kann, steckt, nicht steht. Dass ich den eben nicht benutze und sage, okay, da mache ich so einen Kaltschuh rein. Und da könnte ich dann das Rode befestigen. Allerdings kann ich den dann auch noch nicht mehr abstellen. Jetzt in eine Situation wie gerade, ich muss einen Schirm rausziehen, es regnet. Tja, kann ich den Gimbal nicht abstellen. Das ist das Problem. Sonst würde ich sagen, würde ich mir glatt jetzt holen. Besser jetzt als erst im März vielleicht. Und März ist auch ein großes Wort. Wann denn? Anfang März, Mitte März, Ende März? Ist es dann ruckzuck wieder ausverkauft? Womöglich? Man weiß es nicht. Und ich habe schon die ganze Zeit wie wild hin und her überlegt. Ich habe auch gesehen, es gibt so Klettbänder zu kaufen. Und mit denen könnte man den auch so umwickelnderweise irgendwo befestigen. Aber da ist dann dem Gimbal, den ich habe, überhaupt keinen Platz dafür, den da irgendwo zu befestigen. Die Dinger sind so klein geworden, was ja auch gut ist. Ich will ja nicht mit so einem riesen Teil in der Gegend rumlaufen. Ja. Aber das ist einfach eine ganz schwierige Geschichte. Man weiß nicht so genau, wie man sich jetzt da verhalten soll. Blöde Sache. Denn ich wollte ja mit Birgit noch mal einen Lauf machen. Auch Mario ist nicht abgeneigt, noch mal mit mir zu gehen. Gleiche gilt auch umgekehrt. Ich finde, so Zweierläufer haben auch was. Naja, höchstwahrscheinlich wird mir nichts anderes übrig bleiben, als zu warten. Und wenn ich dann endlich mal live streamen kann draußen, mal gucken, was da alles passiert.
Da sehen wir die beiden Türme im Nordviertel. Und ich bin ja, weiß Gott, kein Typ so wie James Bond, souverän. Alles gelingt immer, jederzeit Herr der Lage. Frauen liegen ihm zu Füßen. Die Technik, nur die neueste Technik beherrscht man mit links. Da bin ich ja irgendwie doch ein wenig, ein klitzekleines, ganz anderes Stück anders. Da bin ich eher so wie Inspektor Clouseau, falls Sie noch jemanden kennt, von der Sûreté. Da bin eher so ich. Da geht es ganz schön runter, ne? Ist fast wie so ein Amphitheater. Könnte man unten Gigs geben. Rheinischer Platz. Ja, das ist die Nordseite von Essen. Ganz anders als die Südseite. Aber es ist bei großen Städten ja so, dass es immer verschiedene Facetten gibt. Nord. Es gab ja auch ein Süd. Und hier, ne, in dem Haus meine ich hier, da war früher mal das Straßenverkehrsamt drin. Und ich sag euch Leute, das war die Härte. Da gab es nur so, wie früher bei der Bahn auch, so kleine Gucklöcher. Und unten gab es so ein kleines Schubfach, da konnte man was reinlegen. Und der Typ hat dann, der dahinter saß, konnte das dann zu sich hindrehen. Ansonsten war alles geschlossen. Da war nur dieses kleine Guckloch, durch das man reden konnte irgendwie. Das war aber meistens viel zu hoch. Und da war nichts mit Nummern ziehen oder mit solchen Sachen. Ja. Das ging alles irgendwie mit Ellbogen und sonst wie ab. Und das war brechend voll da drin. Wenn man da rein ist, also brechend voll. Man musste natürlich zu verschiedensten Schaltern gehen, das ist klar, nicht nur zu einem. Und wenn man da ein Kennzeichen brauchte, anmelden, abmelden oder irgendwas regeln musste, stilllegen ja auch. Also das war schon die Härte. Da wurde man zum Mann. Das ist ja heute mit, ich ziehe mal eine Nummer. Obwohl, heute gibt es andere Tücken. Ne? Auch unabhängig von Corona gibt es echt andere Tücken, da einen Termin zu kriegen. Jede Zeit hat so ihre eigenen Klippen, die man so nehmen muss. Ne? Mal hier noch einen kurzen Blick schmeißen. Ich laufe heute ein bisschen unkonventionell. So bin ich halt. Einfach was mitkriegen. Hier geht es weiter in den Norden von Essen. Hier ist Richtung Altenessen, Stoppenberg, Karnap, Katernberg. Ja, der Fitti darf nicht fehlen. Das ist kein richtiger Regen, das ist nur so ein Fisselkram. Deswegen bin ich auch hier der Einzelne im Schirm rumrennt. Bagdad Café, Afro Glamour, China Brothers und Leuchten Kaiser. Könnte man einen Song rausmachen, Leuchten Kaiser.
Das ist übrigens die Rückseite vom GOP oder GOP. Sehr zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt rumkommen in der Pandemie. Hier haben wir ein japanisches Restaurant. Ja, und hier links, wo der Teddy ist, da war früher Konrad drin. Ganz lange war hier Konrad drin. Konnte man damals alles bekommen und da war noch viel mit irgendwelchen Adaptern und Steckern, weil das fing halt gerade mal so an, dass sich alles ständig geändert hat. Hier sehen wir immer noch das Rathaus auflugen. Und wenn man dann vom der ganzen Videorekorder-Technik, die aufkam, später dann die DVD-Player und man hatte so Kameras und so und wollte irgendwas von A nach B bringen. Hier gibt es doch noch freie Waffen. Ich dachte, die wären umgezogen. Na, auf jeden Fall musste man dann zum Konrad oder nach Konrads, um sich mit den nötigen Adaptern, Kabeln und sonstigen Kram einzudecken. Weil die hatten ja wirklich alles und haben wahrscheinlich heute auch noch alles. Ich habe da auch schon mal einen ganz abenteuerlichen Adapter bekommen für eine alte Videokamera, die ich noch hatte, um die an einen relativ neuen Fernseher anzuschließen, also zu seiner Zeit. Das war auch, da war ich heilfroh, dass ich so ein Ding gefunden habe. Ja. Aber es ist doch schon nass, was da runterkommt. Muss man eindeutig sagen. Bullens. Bunt. Mandarin. China-Restaurant ist auch schon lange da. Und auch da drüben haben wir einen Lichtladen. Weiter unten ja leuchtet Kaiser. Und hier Licht mit System. Und wir laufen jetzt mal in Richtung Kennedyplatz und gucken uns da mal die Eisbahn an. Ich hatte ja gehofft, es bleibt trocken heute. Brautgeschäft. Der Brunnen ist aus. Bleiben wir mal bei unserem Zickzack-Kurs. Weihnachtsmarkt ist Geschichte. Die Dekobuden sind Geschichte. Die ganzen Lichtinstallationen sind Geschichte. Ich habe übrigens gesehen, dass bei einigen Laufkanälen, die da nicht drehen, viele, viele Kommentare von anderen Laufkanälen sind. Und bei mir
ist es ja so, das sind alles echte Menschen, ne? Also ihr seid alle echte Menschen. Ja, guck mal, der Kennedyplatz, ein Wintermärchen in Essen. Ist das nicht schön? Ich sag ja, Essen, die tun was. Und hier der Kennedyplatz, der bietet sich ja geradezu an. Also schon okay. Sollen wir mal gucken gehen, ob wir irgendwie an die Eisbahn rankommen. Hier eine Schautafel. Ist mir auch noch nie aufgefallen. So sah der früher mal aus. Hier, ich kann mich an die Springbrunnen erinnern. Da habe ich als Kind gerne drin gespielt. Da hatte ich ja mal von erzählt. Der hieß zunächst Gildenplatz. Das ist kein gewachsener Platz, sondern das Ergebnis von Krieg und Wiederaufbau. 93% der Essener Altstadt waren ein Trümmerfeld. 93%, Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Aber das ist so. So, da oben ist die Eisbahn. Hier, die Hütte stand ja auch während des Weihnachtsmarktes. Ist ja auch ein Hauch. Stehen ja noch ein paar Buden. Da kann man mal sehen. So, hier wird also gefahren. Von hier kann man, glaube ich, ganz gut gucken. Hier sehen wir Gastronomie. Das Extrablatt. Hier sehen wir Hans im Glück. Da ist aber noch tatsächlich ein Tier, ein Leuchttier, von den Lichtwochen stehen geblieben. Hier stehen auch noch ein paar Tiere rum. Ja, Eis, Spaß in Essen. Das super gemacht. Toll. Visit Essen. Das wertet doch so einen Platz gleich auf, finde ich. Klar, kostet das auch was. Man hat aber auch Einnahmen und man hat vor allen Dingen auch so indirekte Einnahmen, finde ich, dass Leute hier hinkommen und auch noch ein bisschen Geld in der Stadt lassen. Und wenn die einmal hier waren und fanden das hier ganz gut, wer weiß, vielleicht kommen die ja wieder. Also ich finde das echt okay, was die machen. Man muss einen Platz, man muss da was für machen, meine ich. Also genau richtig. Und wenn man jetzt guckt, was da so los ist, im Gegensatz zu dem Teil der Stadt, wo wir gerade waren,
Da muss man sagen, das funktioniert. Ne? Vielleicht gehen die danach nur eine heiße Schokolade trinken, einen Hamburger essen oder irgendwas. Und vielleicht denken die sich auch, wenn wir gerade hier sind, dann gehen wir nochmal in das ein oder andere Geschäft und kaufen uns da was. Und das ist hier in Essen ganz lange irgendwie vernachlässigt worden, aber in der letzten Zeit Respekt. Da muss ich sagen, da gibt es Aktionen, die sind gut. Und gerade jetzt noch unter erschwerten Bedingungen, ja. Darf man ja nicht vergessen. Ist ja nach wie vor. Viruszeit. Könnte ich mich kostenlos testen lassen und vorbeigehen. So, dann machen wir unseren unorthodoxen Lauf mal weiter. Eine halbe Stunde haben wir. Das ist stehen geblieben, das Haus. Das Bädecker Haus, denke ich mir so vom Baustil. Riesenrad ist abgebaut, Burgplatz. Kommen wir noch an der Lichtburg vorbei. Ja, ein ganz normaler Mittwochnachmittag in der Essener Innenstadt. Und das habe ich in Bochum anders empfunden. Wir sind jetzt ja hier nur wenige hundert Meter von der Innenstadt weg, also von der Fußgängerzone. Und schon ist hier quasi, naja, gar nichts möchte ich jetzt nicht sagen, das wäre gemein von mir, wenn ich jetzt sagen würde. Ne? Aber ihr seht, so richtig nicht. Und hier sind ja auch Geschäfte, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die frequentiert werden, ob die wahrgenommen werden, ob die Leute hingehen, weil sie die kennen, also zufällig gefunden werden die nicht unbedingt. Oh, da wusste ich jetzt aber auch nicht so genau, jetzt fährt er noch rückwärts, ja, wahrscheinlich weil es eine Einbahnstraße ist. Ja, bläst schon ein ordentlicher Wind. Es war noch grün, als ich losgelaufen bin. Definitiv.
Jetzt beim Laufen wird mir wieder total warm. Ja, hier ist auch ein Platz. Aber gut, da hat man jetzt so gesehen nichts mitgemacht, aber hier ist auch Autoverkehr. Kann man auch schlecht was mit machen, was mit Menschen zu tun hat. Immerhin hat man ja den Kennedyplatz. Gemacht. Hier ist das Essener Gesundheitsamt drin. Zumindest war das früher mal da drin, dass ich selber mal da hin musste. Als ich gerade hier hin bin, war ein Höllenverkehr auf den Straßen. Obwohl ja noch gar nicht so wirklich die Feierabendzeit war, fand ich. Aber das war schon echt irre. Wo ich mir dachte, Mann, von wegen Homeoffice und so. Ich bin mal gespannt, ob diesen Winter noch Schnee fällt. Hoch. Für die, die arbeiten, ist Schnee ja gar nichts. Also eher kontraproduktiv. Staus, alles. Freischaufeln. Oh. Aber zum Film wäre das natürlich toll. Ja. Naja, warten wir mal ab. Jetzt kommen wir in den Bereich des Essener Hauptbahnhofs. Hier bin ich ja neulich beim besten Wetter rumgeschlurrt, als ich den Film gemacht habe für meinen ersten Livestream. Heute ist das Wetter ganz anders. Ich habe heute auch nicht meine Lieblingszeit zum Filmen erwischen können. Aber die Tage werden jetzt ja sowieso länger. Und dann kommen wir von diesen Dämmerungsfilmen eh langsam wieder weg. So ein Hauch, so ein bisschen, ist ja auf dem Lauf auch dabei. Aber hier ist mal wieder so gut wie kein Verkehr. Ist überschaubar, würde ich sagen. Also nicht, dass jetzt gar kein Verkehr wäre, kann man nicht sagen, aber echt überschaubar. Und
Und hier bläst der Wind wieder. Ich hoffe, mein Mikro bügelt das weg. Sollte es eigentlich. Weil das finde ich blöd, wenn ich YouTube-Sachen gucke und da ist ein irrer Wind drauf. So ein typischer Windsound. Das ist für mich fast schon. Also entweder mache ich den Ton dann weg. Aber so ganz ohne Ton finde ich halt eigentlich auch nicht gut. Ich finde Ton schon wichtig. So. Hier sind wir jetzt im Hauptbahnhofbereich. Der sieht auch bei jedem Wetter anders aus, finde ich. Und baulich hat sich an dem auch nichts getan. Er ist im Krieg neu gebaut worden und das ist es gewesen. Der ist nur ein bisschen saniert worden, aber gemacht hat man da nichts dran. Nur aufgehübscht. Mehr nicht. Hier geht es wieder in die Stadt rein. Man aus der U-Bahn mit den Rolltreppen hoch. Hier sehen wir, wie es ganz langsam dämmerig wird in Essen. Ja, mit diesen Bildern möchte mich heute von euch verabschieden. Ich sage danke, dass ihr mitgekommen seid. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.